Krimi über die große Mega-Lösung für die österreichischen Immobilienaktiengesellschaften, der geht ja schon seit vielen, vielen Jahren. Erst war es die CA Immo, die die Immofinanz übernehmen wollte, dann die Immofinanz, die als Revanche die CA Immo übernehmen wollte, denn auch diese Möglichkeit ist ja zwischenzeitlich gescheitert. Und in aller Stille hat auch seit Jahren, und ganz so still war es ja dann doch nicht, die S Immo Aktien beider anderer Gesellschaften gekauft, nämlich der CA Immo und der Immofinanz. Die S Immo, das scheint fast so, ist ein bisschen der Architekt hinter den Kulissen für eine tatsächlich irgendwann sich abzeichnende Megafusion. Und dass die Signa und ein amerikanischer Fonds, der durchaus befreundete Kontakte zu Signa haben könnte, hier auch ein Wörtchen mitzureden hat und jedenfalls mitspielen will, das ist auch schon medienbekannt. Die Frage ist allerdings, was bringt so eine Fusion? Denn die Einsparungseffekte auf der Verwaltungsebene, die sind wirklich marginal. Alle drei Gesellschaften, Immofinanz, CA Immo, S Immo, sind mittlerweile wirklich sehr schlank und effizient geführt. Da wird sich das Einsparungspotenzial wirklich eher in sehr kleinen Bandbreiten abspielen und das Brot sicher nicht fett machen. Auf der anderen Seite sind große Einheiten natürlich schwerer zu führen. Man steht sich gelegentlich selbst im Wege und eine gesunde Marktwirtschaft hat noch nie geschadet. Ich daher bin wirklich skeptisch, was eine derartige große Mega-Lösung betrifft, denn auch Bäume können nicht in den Himmel wachsen und eine alles beherrschende, dominante Mega-Immobilien-AG in Österreich, für die sehe ich in der Praxis keine großen Vorteile. Das war Gerd Rodler, fast live aus dem Twin Tower.